Und auch heute sagen wir herzlich willkommen zu dem vierten Ouya News Wochenrückblick. Mensch, der Wahnsinn, dass wir das jetzt so regelmäßig durchziehen. Wir sind schon ganz schön stolz auf uns. Wie auch immer. Diese Woche stand jedenfalls wieder einmal im Zeichen der Spiele. Wir haben für euch ein abwechslungsreiches Paket von Spielen geschnürt. Von entspannten Jump'n'Runs bis hin zu gruseligen Adventures. Doch anstatt die News schon in der Einleitung zu verballern, legen wir doch sogleich los. Kaum konntet ihr den letzten Wochenrückblick im Internet betrachten, da standen auch schon die Gewinner des Ouya Create Game Jam, über den wir letzte Woche berichtet haben, fest. Sowohl Bomb Ball als auch Whispering Willows, die wir euch bereits vorgestellt haben, konnten einen Preis gewinnen. In welcher Kategorie sie gewonnen haben und wer die anderen Gewinner sind, könnt ihr auf unserer Seite nachlesen. Wir werden für euch natürlich ausführlich über die anderen Spiele berichten, sollte sich mehr Content den Weg in unsere Hände bahnen. Natürlich sind andere Spieleentwickler abseits des Create Game Jam auch nicht untätig. So haben wir für euch unseren Blick über ein Projekt namens Mega Man X Eclipse schweifen lassen. Der Name ist hierbei Programm. Die Entwickler wollen das alte Mega Man Spielgefühl auch auf die Ouya holen und arbeiten seit 2 Jahren an dem Pixelspaß. Worldwide Ouya. Mensch, dieses Internet. Da hat man die ganze Welt auf einen Klick. So berichten wir als deutscher Blog über ein Spiel aus dem weit entfernten Brasilien. Wahnsinn. Zurück zum Spiel. Wir haben in die Demo von Eritana and the Chieftain's Disease reingespielt und für euch ein kleines Video auf unserem Kanal hochgeladen. Wir müssen zugeben, dass wir nicht so viel Ahnung von brasilianischen Spielen haben, aber wir würden es als typisch brasilianisch bezeichnen. In klassischer Super Mario-Manier hüpft ihr durch den Dschungel, bekämpft garstige Insekten und das alles für die Heilung eures Häuptlings. Hüpfen tun wir heute auch von Spiel zu Spiel. Und so kommen wir zum nächsten Spiel. Irre. Das werdet ihr garantiert in Asylum. Sollte das Kickstarter-Stretch-Ziel erreicht werden, dürfen wir uns auf ein atmosphärisch sehr gelungenes Horror-Point-and-Click-Adventure freuen, das uns wohl einige schlaflose Nächte bringen wird. Während des Ganges durch das Irrenhaus wird man das Gefühl nicht los, hinter einem stehe bereits der nächste labile Patient. Ein wirklich unschönes Gefühl. Nachzuschauen ebenfalls auf unserem Kanal in einem kleinen Test des interaktiven Teasers des Spiels. Es war soweit. Die magischen 300. 300, die nicht zurücksteckten und immer weitermachten. Und so liegt es an jedem Einzelnen von euch, uns zum Sieg zu führen. Und dafür haben wir es euch mit einem kleinen Gewinnspiel gedankt. Und wie es sich für eine zünftige Kluft für einen der 300 gehört, haben wir ein rotes Ingame-Cape aus dem Spiel Arcanero sowie Karma, die Ingame-Währung, im Wert von $20 verlost. Wenn ihr weiterhin über neue Gewinnspiele informiert sein wollt, könnt ihr auf unserer Facebook-Seite einen Like dalassen. Ja, ich weiß, doofe Marketingstrategie, aber wir wollen den Persern am Ende doch ordentlich in den Hintern treten. Und damit entlassen wir euch nun in die Freiheit. Beweist Mut und Stärke und schenkt uns auch in Zukunft Aufmerksamkeit. Es soll euer Schade nicht sein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr ein paar Links zu den erwähnten Artikeln und YouTube-Videos. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Paul und macht es gut, ihr tapferen Ouyaten. Können wir das aus dem Skript rausstreichen? Ich glaube, das war einfach nur dämlich.